Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das mit einem Klick auf den Abo-Button nachholen würdest. In diesem Video zeige ich euch drei wunderschöne Mattstudien des Schachkomponisten Alois Wotawa. Wotawa hat in seiner Karriere weit über 300 Studien komponiert und mehr. Diese Studien, die ich jetzt hier ausgewählt habe für dieses Video, diese drei, sehr, sehr gefallen. Es sind wirklich fast schon sehr praxisnahe Studien, muss man sagen, also nicht total abgehoben. Und ich habe zuerst den Selbsttest gemacht und habe sie versucht zu lösen. Ich glaube, bei diesen dreien ist es mir auch gelungen. Fangen wir mit dieser Stellung an hier. Das ist eine Studie aus dem Jahr 1935. Weiß am Zug setzt matt, forciert matt. Na? Tja, auf den ersten Blick denkt man sich, wo soll das denn matt sein? Na? Der schwarze König hier, naja, der steht schlecht, ne? Also der steht hier eingesperrt, ne? Der weiße Bauer kontrolliert dieses Feld hier. Na? Und der König hier und der Bauer lassen den König auch nicht raus hier, ne? Den schwarzen König. Aber wo ist denn hier ein Matt? Na? Der Turm deckt die H-Linie hier. Na? Also der weiße Turm kommt nicht auf die H-Linie so leicht. In solchen Situationen. Und das fördert die Kreativität. Versucht euch mal vorzustellen, wo würdet ihr den Turm auch gerne hinstellen, damit es schachmatt ist. Ich gebe euch mal einen Tipp. Also auf der H-Linie muss er ja stehen, damit es matt ist. Aber den oberen Bereich kontrolliert ja der schwarze Turm. Wie könnte der weiße Turm hierhin gelangen? Zum Bauern H3. Wenn der dorthin gelangen würde, wäre es schachmatt. Ne? Wenn der Turm den Bauern H3 schlagen würde. Wie kommen wir dahin? Ganz einfach. So, so, so und so. Das ist die Route. Natürlich gibt es ein Problem auf der Route, wenn der auf G3 steht, der Turm. Dann könnte der schwarze Bauer schlagen, aber dann schlägt der weiße Bauer und setzt hier schachmatt. So, das Problem bei der ganzen Sache ist aber, wenn der Turm sofort nach H1 geht, A1, dann kann sich Schwarz verteidigen mit Turm B7 und Turm G1, Moment, Turm G1 ist hier ein grober Fehler, weil dann kommt einfach Turm B2, fesselt diesen Bauern hier und dann geht Turm G3 nicht, weil dann schlägt einfach Schwarz den Turm und der Bauer ist gefesselt. Das geht nicht. Deswegen gehen wir mal an den Anfang. So, wir müssen als erstes Schwarz in Zugzwang bringen, beziehungsweise den schwarzen Turm schlechter stellen. Und das gelingt mit Turm A8. Wir kontrollieren die achte Reihe. So, der schwarze Turm hat ein Problem. Der kann nicht die siebte Reihe, der kann nicht die H-Linie verlassen, weil dann ist es hier schachmatt. Also muss er auf der H-Linie bleiben, hat aber nur dieses Feld hier, Turm H6. So, jetzt aber kann der Turm hier nicht raus auf der sechsten Reihe, weil der schwarze Bauer ihn blockiert. Und jetzt machen wir das, was wir geplant haben, nämlich Turm A1. Jetzt geht der Turm zurück, der schwarze Turm A8. Und jetzt kommt Turm G1, Turm A8. Der schwarze Turm kommt aber zu spät. Verglichen mit der Variante von gerade hat Weiß einfach ein Tempo mehr. Turm G3. Es droht Turm schlägt H3 matt. Was soll Schwarz machen? F schlägt G3 Schach, F schlägt G3 und da haben wir das matt. Na? Der Bauer kontrolliert dieses Feld. Schöne Studie, oder? Komm, gucken wir uns die nächste an. Die ist ein bisschen schwieriger. Das hier sieht auch wie eine normale Schachstellung aus, finde ich. Gar nicht so sehr wie eine Studie aus. Ist aber tatsächlich eine Komposition von Wotawa, auch aus dem Jahr 1935. Hier besteht die Schwierigkeit darin, naja, in die Tiefe ja, zu rechnen. Die Hauptmotive sehe ich zum Beispiel relativ schnell. Ein Hauptmotiv ist hier zum Beispiel dieses G4 Schach, König H6, G5 Schach, König H5 zurück und dann G4 Schachmatt. Das geht hier natürlich nicht, weil die Dame hier steht und natürlich den Bauern fesselt, einerseits. Es geht auch nicht, weil der König, wenn er auf H6 steht, könnte er über G7 weglaufen in dieser Stellung. So, jetzt habe ich euch mal ein paar Tipps gegeben. Und wenn ihr das alles kombiniert, könnt ihr versuchen, alles so schwarze Dame ablenken, beziehungsweise vorher, naja, die Figuren so hinstellen, dass
der schwarze König nicht fliehen kann und der weiße Gehbauer nicht mehr gefesselt ist. Generell ist es wichtig, forcierte Züge zu berechnen, Schlagzüge, Schachgebote. Ein forcierter Zug hier ist Turm schlicht E6. Das ist der beste Zug, Turm schlicht E6. F schlicht E6, was sonst? Und hier gewinnt ein sehr, sehr schöner Zug von Weiß, der die schwarze Dame ablenkt und verhindert, dass der schwarze König über G7 wegläuft. Und zwar gewinnt hier Dame G7. Das ist die Pointe der Kombination eigentlich. Greift die Dame an. Ja, was soll Weiß Schwarz machen? Wenn er die Dame wegzieht, dann nimmt Weiß einfach den Turm und gewinnt einfach. Ne? Deswegen Dame schlicht G7, G4 Schach, König A6, G5 Schach, König A5, G4 Schachmatt. Ein wunderschönes Matt. Ne? Ein ähnliches Matt wie gerade. Ne? Also vom Bild her. Ne? Der König steht hier dem schwarzen König gegenüber in Opposition und diese drei Bauern attackieren den schwarzen König und setzen Matt. Im Übrigen, wir gehen nochmal zurück nach Dame G7. Ja, wie gesagt, wenn die schwarze Dame wegzieht, was soll die denn machen? Nach E3 gehen? Dann nehmen wir einfach hier H8. Und Weiß hat hier einen Bauern mehr in diesem Damen-Endspiel und steht einfach so auf Gewinn. Ne? Und der schwarze König steht immer noch schlecht. Ne? Es droht immer noch Schachmatt hier. Gehen wir an den Anfang der Kombination. Turm schlicht D6. Hier andere Züge, die ihr vielleicht sehen wollt, an die ihr vielleicht gedacht habt. Dame schlicht D7 zum Beispiel ist nicht gut, weil es hängt hier der Turm. Dame schlicht D1 einfach und es droht Dame H1 matt. Das geht nicht. Ne? G4 Schach, König A6, G5 Schach und hier natürlich nicht König H5, G4 matt, sondern Springer schlicht G5 natürlich. F schlicht G5, König schlicht G5 und Schwarz hat hier einfach erstmal einen Turm mehr und Schwarz steht hier einfach auf Gewinn, ne, mit dem Turm mehr. Ein weiterer Zug, den man hier vielleicht berechnen muss ist oder zeigen muss, ist Dame E7 mit der Idee hier auf H4 Schachmatt zu setzen, aber das funktioniert auch nicht wegen Springer schlicht F4 Schach. Der Bauer ist hier gefesselt, König H2 und jetzt einfach König H6. Der König läuft weg und das ist hier ungefähr ausgeglichen. Weiß würde den Springer gewinnen, aber das ist hier materiell ausgeglichen und Schwarz hat das Matt abgewehrt. Also, es gab nur eine Lösung, wie üblich bei Studien. Turm schlicht D6, F schlicht D6, Dame G7 die Pointe nehmen und dann dieses schöne Matt hier. Ne? Gut, eine haben wir noch, oder eine habe ich noch für euch. Hier mit Läufern. Wir befinden uns in einem Endspiel und Wotawa hat die Könige mal wieder, ja, den schwarzen König mal wieder an den Rand gestellt. Und da steht er natürlich sehr schlecht, ne? Wie kann Weiß hier forciert matt setzen? Ne? Beziehungsweise gewinnen? Naja, es ist nicht Läufer E7, kann ich euch gleich sagen, mit der Idee Läufer F8, Schachmatt. Weil in so einer Stellung kann Schwarz einfach H4 spielen. Und dem schwarzen König hier ein Fluchtfeld machen. Und wenn der schwarze König auf einem weißen Feld steht, dann kann ich ihn ja schlecht matt setzen. Ich habe ja nur einen schwarzfeldrigen Läufer. Läufer E7 ist es nicht. Es hat natürlich was damit zu tun, dass diese Bauern hier stehen. Und diese Bauernmehrheit. Es hat was mit einem Bauerndurchbruch zu tun. Typisch in Endspielen mit ungleichfarbigen Läufern. Und zwar B5 hier. B5. Weiß droht B6, B7, B8, einfach sich eine Dame zu holen. Deswegen muss Schwarz nehmen. Direkt der nächste Durchbruch, C6. Weiß droht C7, C8, sich eine Dame zu holen, den Bauern umzuwandeln. Deswegen D schlicht C6, sehr logisch. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Zug und das ist die Pointe. Das ist so auch der Moment, wo ich immer, wenn ich so eine Aufgabe rechne, natürlich erstmal reinschauen muss, das Ganze visualisieren muss in der Tiefe. Hier gewinnt Weiß mit D7. Sehr schöner Zug. Lenkt den Läufer von H3 ab und wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Hier droht Läufer schlicht G5, Schach, gefolgt von D8, Dame. Deswegen muss Schwarz den Bauern schlagen mit dem Läufer. Jetzt kommt eine weitere Pointe. Wir müssen den schwarzen König irgendwie hier einsperren in so einem Käfig und dürfen oder müssen verhindern, dass der H-Bauer vorzieht. Das machen wir, indem wir selbst unseren H-Bauern vorziehen und deswegen mussten wir vorher den schwarzen Läufer ablenken nach D7. H4,
droht. Schachmatt hier. Auf G5. Schwarz muss nehmen den Bauern. Ab hier ist es aber leicht, oder? Wie gewinnt hier Schwarz, Weiß forciert? Wie setzt Weiß den Gegner forciert matt? Natürlich nehmen wir erstmal den Bauern auf H4. Und jetzt sehen wir auch, der schwarze König ist eingesperrt. Die eigenen Bauern blocken Fluchtfelder. Der Läufer würde gerne hier Schachmatt setzen. Ne? Dafür muss der weiße König nur nach F6 und dann folgt Läufer G5 matt. Schwarz kann nichts dagegen tun. Er kann irgendwas ziehen, was weiß ich, B4. Es kommt König F6, B3 und jetzt Läufer G5 Schachmatt. Das ist das Mattbild am Ende. Mit dem weißen König, der die beiden Felder deckt und der Läufer greift den schwarzen König an und der kann nicht wegziehen. Es ist Schachmatt. Wie ich finde, wirklich drei wunderschöne Beispiele aus dem Oeuvre von Alois Wotava. Ich habe noch viele weitere Beispiele von ihm. Wenn sie euch gefallen haben, werde ich weitere raussuchen und sie euch präsentieren in einem anderen Video. Ich denke, zum Start waren das wirklich drei, war das ausreichend, diese drei Beispiele. Und falls ihr weitere schöne Studien sehen wollt, dann guckt einfach mal hier in meine Playlist. Dort habe ich einige schöne und sehr lehrreiche Studien schon auf diesem Kanal präsentiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf The Big Greek.